Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12. Wir sind hier in der Lavahöhle, suchen einen Feuergolem. Und ich glaube, ich probiere das gleich mal mit der Blutfliege. Auch wenn ich mir jetzt gerade gar nicht sicher bin. Ich gucke erstmal ein bisschen so. Also ein Haufen Warane, Feuerwarane, sowie diese schwarzen Warane, die haben wir ja zu Genüge angetroffen. Aber Feuergolems wäre mir neu. Es kann aber auch sein, dass es hier vielleicht irgendeinen Abschnitt gibt, den wir noch gar nicht uns näher angeschaut haben. Denn hier lang geht's doch wieder raus, wenn man hier lang geht, ne? Ja, genau, das ist der Weg nach oben wieder. Ich gehe nur gerade mal auf Nummer sicher. Ja, doch, das ist der Weg zur Sternwarte. Ich bin aber auch gar nicht sicher, ob Spencer diese Höhle meint. Also es macht am meisten Sinn. Denn, Lavahöhle ist ja irgendwie treffend beschrieben. Aber einen Feuergolem habe ich hier noch nicht getroffen. Ich gucke doch immer nach links und rechts und oben, unten und wo es hier Abzweigungen geben könnte. Hier auf jeden Fall Licht. Aber so ein Feuergolem, der fällt ja auch auf, ne? Also. Ist nicht so, dass man ihn auf die Schnelle übersieht. Aber gab es nicht schon einen anderen Weg? Was ist da oben? Okay, das scheint relativ nur so Kristalle drin zu sein. Dachte, dass ich sehe da so Feuer. Eventuell ein kleines begehbares Gebiet. Aber vielleicht müssen wir diesem Weg hier folgen. Da dieser ja dann über die Brücke nach da hinten wieder rausführt. Also irgendwo hier. Oder doch da unten. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal da runter. Nein, oh doch. Nein, doch. Ah, ich weiß es nicht. Doch, wir gehen erstmal da runter. Ich kann doch einfach. Ich bin ja so blöd, ich kann doch einfach abspeichern. Das heißt, wir können einfach neu laden, wenn wir da unten nichts finden. Bleischwanze und Blutfliege. So. Speichern. Guck ich auch, dass wir uns mal ein bisschen sinnvoll dann platzieren. Ist da unten keine Lava? Sieht nicht danach aus. Okay, dann versuchen wir unser Glück. Da ist der blöde Skelettschütze. Der alte Sack. Wer sagt's denn? Perfekt. Ach nein, die Drecksäcke sind ja Fernkämpfer. Nein! Gut. Erstmal. Wir ziehen die Orkshelden-Rüstung an. Und zweitens, ich hasse Feuergolems. Wie die Pest. Aber die Idee war gut, dass wir uns jetzt als erstes da hinuntergestürzt haben. Macht ja auch eigentlich am meisten Sinn. Wo sollen die denn noch sonst zu treffen sein? Mal schauen, was haben wir noch? Großer Feuersturm. Wundenheilen, Todeshauch. Wir haben natürlich kein Einfrieren mehr, da ich alles verbraten habe. Ich muss echt mal wieder, oder ich muss mal ein paar Schriftrollen kaufen. Das ist eigentlich wirklich sinnvoll.
Gerade die nützlichen, so wenn die Blutfliege ausgeht. Ist das nicht praktisch? So, da hinten haben wir dann. Aber da haben wir auch einen. Der ist sogar tot. Und er läuft gegen ihn. Was ist denn das für eine Zeitverschwendung? Oh Gott. Ja, da bin ich leider einen Schritt nach vorne gegangen. Entweder beginnt da die Lava, wo sie es eigentlich nicht tut, oder ich habe den Feuerkolben berührt und bin daran verendet. Auf jeden Fall sind da wohl echt ein paar. So. Okay, hier beginnt die Lava, obwohl sie es nicht tut. Ist gut zu wissen. Also zumindest visuell beginnt sie nicht da. Dennoch sind wir krepiert. Aber wir haben jetzt immerhin schon mal das Herz dabei. Ne? Da ist nichts zu holen. Richtig. So, da hinten haben wir aber noch ein paar von denen. Und ich will mich noch mal an einen heranwagen. Guck mal, der wartet doch auf mich. Der jetzt hin. Und dann rennt er uns um. Seine Frechheit. Feuergolems sind, glaube ich, mit die ekelhaftesten von denen. Ich glaube, es sind auch Eisgolems, oder? Auf jeden Fall mich kotzen die Golems an, die einen Fernkampfangriff haben. Also ein Sumpfgolem ist ein Hohlkopf, der kommt auf dich zugerannt und bis er dich berührt, ist er meistens tot. Der jedoch nicht. Gibt aber auch nur mäßig mehr EP. Aber gut, wir haben ihn vernichtet. Ja, die Sache ist halt, das ist hier gar nicht so einfach. Und da kommen wir auch gar nicht rüber. Zu dem. Oder doch? Da scheint es ja sehr tief runter zu gehen. Mal noch mal schauen, ob der gute Hechtsprung das kann. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Oh, jetzt sind wir ganz unten. Ich glaube, darüber schaffen wir es gar nicht. Deswegen ist es soweit okay. Dann würde ich sagen, wir haben zwei Herzen sogar dabei. Und gut, der eine war eh tot. Das soll das wahrscheinlich dann noch vereinfachen, dass man einfach einen toten Feuergolem findet. Ansonsten sind hier noch zwei sichtbar. Den einen haben wir erledigt. Und der andere eiert. Ne, sind sogar noch zwei weitere. Eigentlich würde ich ja schon gern töten. Wegen den Erfahrungspunkten, aber. Ach, da kommt man bestimmt drüber. Aua. Und er brennt mich nieder. Und Roland, du bist ein Nichtskönner. Okay, wir können sie doch töten, das werden wir jetzt auch machen. Doch, das ist so ein bisschen blöd, wenn der Kerl dann wieder an seiner Waffe rumfuchtelt und fummelt. Gut, es war jetzt nicht auch perfekt gelandet rüber zu den Gegnern. Aber dennoch hätte es besser ablaufen können.
Speichern wir mal hier ab. Guck, der muss jetzt auch erstmal seine Waffe wechseln. Ja, Roland, in der Zeit muss man halt auch die Waffe wechseln. Oder ziehen. Und das tust du eben nicht. Kann auch daran liegen, dass es ruckelt. Aber jetzt regt mich irgendwie ein bisschen auf. Denn während der innerlich noch vom Fernkampf auf Nahkampf schaltet, muss man draufhauen. Roland, man merkt dir das doch. Boah, der erfasst uns jetzt. Sieht uns. Wechsel die Waffe, du musst ziehen. Genau so. Und dann einfach nur links und rechts, links und rechts, links und rechts. Und den kommen lassen, jawohl. Bist doch nicht so unfähig. Direkt abspeichern. Außerdem, so Feuergul im Herzen kann man immer mal gebrauchen, deswegen nehmen wir jetzt noch alle mit. Sofern möglich. Er hält sogar schon Ausschau, der Kerl. Bleib bloß weg. Ach, Wolle, das war jetzt aber ganz schön knapp. Aber gut, wir haben alle vier Feuerherzen dabei, das heißt, wir haben drei über. Noch 1200 Erfahrung mitgenommen. Und können uns nun ganz beruhigt zum Ding hin teleportieren. Boah, wir haben wieder 44 von den. Also, wir haben 22 Piratengoblins getötet. Kann man davon ableiten, ne? Weil die ja alle da wurden sie fallen lassen. Auf jeden Fall, jetzt wo ich den Heiligen Hammer wieder sehe, den müssen wir noch zurück schmuggeln ins Kloster. Da müsste mich erinnern, falls wir hier abhauen wollen von Corinnes und ich das noch nicht getan habe. Ritualwald brauchen wir momentan nicht. Dorf der Goblins allerdings schon. Nee, Geisterschiff, Hafenstadt, Goblinlager. Dann sind wir sogar direkt hier. Das ist ja interessant. Guck mal, da ist er sogar direkt am Kochen. Hat jetzt sogar Raubeins Waffe für sie selbst beschlagnahmt hier, der Kerl. Was soll das denn? Hey. Hier hast du dein Feuergolem im Herz. Na bitte. War doch gar nicht so schwer. Hast du jetzt alles, was du brauchst? Ja, ich habe jetzt alles, was ich für das Ritual benötige. Wie geht es jetzt weiter? Ich werde jetzt den Geist anrufen und hören, was er uns zu sagen hat. Na dann, mach das mal, ne? Es sind immer noch drei Quests, die hier in dieser unbekannten Region spielen. Naja, gut, dann mach mal, Spencer. Sag mal, wie lange dauert das hier noch? Ich bin gerade damit fertig geworden. Es hat etwas länger gedauert, da sich der Geist gesträubt hat, mir zu gehorchen. Nun aber ist er da. Frage ihn sogleich nach dem Schatz. Wird er mir denn auch die Wahrheit sagen? Ja, da ihn die Macht des Rituals hierzu zwingt. Warte aber nicht zu lange. Der Geist wird nur kurz da sein und bald wieder verschwinden, da der Zauber nicht lange anhält. Ah, da ist er doch. Captain Raubeins Geist. Bist du der Geist von Kapitän Raubein? Ja, der bin ich. Wer weckt mich aus hundertjährigem Schlaf? Wir suchen den Schatz, den du hier im Sumpf vergraben hast. Wo ist er? Mein Schatz? Ja, er befindet sich nicht weit von hier. Ich habe ihn in einer Höhle im Sumpf vergraben, ganz in der Nähe. Alles, was ich auf meiner letzten Kaperfahrt erbeutet habe. Hast du noch mehr Schätze vergraben? Ja, einen weiteren meiner Schätze habe ich ebenfalls in einer Höhle vergraben, die an der südwestlichen Küste von Varan liegt. Am anderen Ende dieser Küste befindet sich das Fischerdorf Batara. Doch die Höhle ist groß und wird von untoten Piraten bewacht. Und dort hast du den Hauptanteil deines Schatzes versteckt. Nein.
Dieser befindet sich in einem Tempel auf den südlichen Inseln. Die Karte hierzu findet man... Ja, findet man. Ich glaube, der sollte jetzt eigentlich verschwinden. Tut aber nicht. Okay. Jetzt wissen wir, wo der Schatz befindet. Ja, die Höhle ist leicht zu finden. Machen wir uns also auf den Weg. Folge mir. So, dann rennen wir jetzt noch Spencer hinterher. Wir haben jetzt hier das Ritual auch beendet. Haben jetzt die Quest Schatzsuche im Sumpf. Und wird von einigen Golems bewacht. Spencer wird mich hinführen, okay. Dann werden wir auch bald der Admiral abgeschlossen haben, schätze ich mal. Dann kommt noch das unbekannte Tal. Und wo ist denn diese größere Quest? Die ist doch hier auch irgendwo. Piratengold, genau. Hat uns mitgeteilt, wo er seinen Teil seines Schatzes vergraben hat. Der Schatz befindet sich ganz in der Nähe, zu einer Höhle am Bau des Sumpfes und wird von einigen Golems bewacht. Spencer wird mich hinführen. Ja, wir wissen auch, dass er noch einige andere Schätze vergraben hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, gell, also dieses... Das hat echt was richtig Mysteriöses mit diesem Spencer, ganz ehrlich. Als erstes wissen wir, oder sind wir da, haben wir ein Schiff entdeckt, das weit entfernt war. Er sagt uns, es ist ein Piratenschiff und er früher mal Teil dieser Crew war. Er befehligte alle Piratengoblins, die wir bis jetzt gesehen haben, was auch recht viele waren. Und Ogre hat er auch bekehrt, sodass sie auf seiner Seite oder für ihn gekämpft haben. Und dann finden wir hier in der mysteriösesten Region von ganz Korinth diesen Kerl mit seiner ganzen Streitmacht, metzeln die ganze Streitmacht wohlgemerkt nieder. Und dann kooperieren wir mit dem und dappen mit dem durch die Gegend. Das ist wirklich recht seltsam. Aber irgendwie interessant. Das hat schon was. Laufen wir immer halt einfach hinterher. Der kennt die Region, ja. Dann will ich halt auch noch wissen, wie wir zu diesem einen Eremiten kommen. Und was ich auch noch will, ist eben die Sternwarte entdecken. Und ergründen. Also hier sieht man wirklich die Weiten von Korinnes. Ich gehe einfach mal hinterher. Ist er weiter runter, oder? Ach krass, hier waren wir gar nicht. Hier, wo ich stehe, müsste der Schatz vergraben sein. Gut, dann werde ich ihn mal ausbuddeln. Ja, aber beeil dich. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Ich muss gerade sagen, da ist noch einer. Ich bin an den Spencer angegriffen. Ich muss gerade sagen, ich war gerade ein bisschen beängstigt. Weil als wir mit dem Gespräch begonnen hatten, hörte ich noch das Stampfen eines Golems. Wie gesagt, die sind zwar leicht zu besiegen, ja, aber die teilen halt auch gut aus. Deswegen, und da ich nicht viel Leben hatte, durch den Sturz oder durch die Stürze, war ich etwas besorgt. Aber okay, wir speichern mal ab. Und das Gebiet habe ich echt komplett übersehen. Also auch diese zwei Hütten. Gut, dass es da dann an der Seite runtergeht. Hätten wir jetzt nicht unbedingt drauf kommen müssen. Aber die zwei Hütten hatte ich auch noch nicht mir genauer angeschaut. Und ich habe das Gefühl, dass wir das hier ausgraben und selbst wenn sie umbringen wird. Aber ich glaube, das ist so ein Standardgefühl, das man bei Gothic bekommt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Sehr gut. Das Amulett, das ich suche, ist dabei.
Gib es mir. Den Rest kannst du behalten. Na schön, hier hast du es. Endlich ist es in meinem Besitz. Ist das alles? Willst du nicht mehr von dem Schatz? Ha! Was soll ich mit dem Kram? Was ist schon Gold? Blendwerk. Wahre Macht hingegen ist alles. Seltsam. Woher hast du ganz anders geredet? Was hat es denn mit diesem Amulett auf sich? Es erhöht deine Mana-Kräfte und damit deine magische Kraft. In Verbindung mit zwei Ringen, die zu dem Amulett gehören, steigert sich diese noch beträchtlich. Die du vermutlich schon in deinem Besitz hast, richtig? Ja, so ist es. Ich fand die Ringe in den Ruinen des alten Volkes. Das Amulett aber fehlte. Aber wie hast du es erfahren, dass Raubein es in seinem Besitz hatte? Als ich das Wrack im Sumpf entdeckte, fand ich dort ein altes Buch, das dem Steuermann gehörte. In diesem war zu lesen, dass Raubein das Amulett und andere wertvolle Gegenstände aus dem Tempel geraubt hat. Wie kamst du eigentlich unbehelligt auf das Wrack? Bei den ganzen Untoten. Die Moorleichen und die untote Mannschaft des Schiffes? Das alles ist mein Werk. Ich wollte Fremde davon abhalten, den Sumpf zu betreten, bis ich mein Ziel erreicht habe. Verstehe. Jetzt ist mir alles klar. Nein, dir ist noch nicht alles klar. Du hast immer noch nicht gemerkt, wer wirklich vor dir steht. Wie meinst du das? Glaubst du immer noch, dass der Pirat Spencer vor dir steht? Der ist schon lange tot. Wie? Spencer ist tot? Und du bist gar kein Pirat? Also hast du mich die ganze Zeit angelogen. Ja, so ist es. Ich habe dich in eine Falle gelockt. Wir beobachten dich schon die ganze Zeit. Wir? Wer sind wir? Jetzt geht's wieder los, hey. Die Besessenen sind wieder am Start. Ich wollte doch eigentlich nur den Schatz hier mitnehmen. Hinweis von Raubein, noch ein Lederbeutel. Nichts zu holen. Die Wendung, die kam jetzt sehr unerwartet. Und das hat jetzt echt was gehabt. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es direkt weiter. Denn da wartet noch ein bisschen was auf uns. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.